Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unser Kanal Mathe leicht gemacht. Die Einführung zu der ersten Playlist von uns, die über Schulniveau hinausgeht, also eher Uni-Niveau. Genau. Ne? Hauptsächlich machen wir das für Lionel, ne? Ja, moin, genau. Die ganze Nummer hier. Ja, nur für dich. War sein Wunsch. Genau, also, hohes Niveau, was müsst ihr dafür können? Äquivalenzumformung? Ja, eigentlich viel so, ne? E-Funktion, wenn man die ganze Nummer verstehen will, muss man schon E-Funktion können. Man muss wissen, Sinus, Cosinus, was ist Tangens. Ja. Für die erste, das ist Einführungsvideo und das zweite, ne, da müsst ihr eigentlich nur einen Stift halten können. Ja, nicht viel, Augen auf, Ton an, ne? Und genau. Ja, so ein bisschen Plus und Minus rechnen. Ja. Aber danach wird es halt schon komplexer. Und wenn man am Ende eine Klausur schreiben möchte in dem Thema, ja, muss man das halt alles gucken. Und, aber werden wir gut zusammenfassen. Ja. Ne? Gut. Fangen wir mal an. Ja. Wenn wir uns hier diese Gleichung angucken, kennen wir eigentlich keine Lösung dafür. Oder? Bis jetzt. Ne? X Quadrat minus 1 in der Schule immer nicht definiert, kann man nicht lösen. Genau, wie willst du es machen? Wenn du noch x umformen willst, musst du die Wurzel ziehen. Und das ist die Wurzel von minus 1, Wurzel von einer negativen Zahl. Gut nicht. Nee. Deswegen, das ist die Idee, man definiert sich eine neue Zahl. Ja. Die nennt man i für imaginäre Zahl. Und i ist Wurzel aus minus 1. Das wird einfach so definiert, dass man damit rechnen kann. Ja? Da gibt es auch kein Ergebnis, das ist einfach Wurzel minus 1. Das ist i. Und wenn man das ins Quadrat nimmt, i Quadrat ist gleich minus 1. Ja, jetzt denkt man, hä, warum macht man das? Werden wir sehen so im Laufe der Zeit. Die Hauptidee war halt, damit man diese Gleichung lösen kann. Ja, genau. Das war sozusagen die mathematische, ist halt die Grundlage. Genau. Hiermit ist es halt möglich, ne? Genau. Hier sehen wir ja x Quadrat gleich minus 1, x gleich Wurzel aus minus 1 und dann kann man schreiben, i gleich Wurzel minus 1. Genau. Das ist dann wieder richtig. Und x ist gleich in diesem Fall i. Genau. Das ist die Lösung. Ja? Genau. Gut, ist alles noch recht theoretisch. Wir zeigen das gleich ein bisschen anschaulicher. Ja. Erstmal eine komplexe Zahl z nennen wir sie. Die ist so definiert. A plus bi. Ja? A ist der Realanteil, nennt man das. Das ist der Teil, den wir eigentlich immer kennen. Das sind Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 oder Brüche oder irgendwas. Jetzt kommt noch ein imaginärer Anteil hinzu. B mal i. I ist sozusagen diese imaginäre Zahl. Den hatten wir bis jetzt noch nicht. Ja? Bis jetzt war eigentlich jede Zahl immer eine Zahl. Und jetzt kommt noch ein imaginärer Anteil dazu. Genau. A und B sind reelle Zahlen. Ja, so wie man sie kennt. Rationale und irrationale Zahlen. Genau. Ja, das, was wir alles bis jetzt kennen, das ist dieses R. Genau. Wie anschaulich heißt das, bis jetzt kennen wir so einen Zahlenstrahl. Ne? Lernt man in der Grundschule schon. Und irgendwann geht man auch in den negativen Bereich und irgendwann geht man dazwischen. Und irgendwann kann man den ganzen Zahlenstrahl irgendwie abdecken. Mit allen Zahlen, die man kennt. Und jetzt gehen wir aber noch hoch und runter. Das heißt, bei der 2 gibt es nicht nur die 2, sondern es gibt auch noch einen imaginären Teil möglich. Ja? So sieht es aus. Genau, kannst du erklären. Also wir haben hier den, so gesehen, unseren Zahlenstrahl. Ja. Und das ist unsere X-Achse eigentlich. Und auf der Y-Achse haben wir dann unseren imaginären Teil. Also, hier ist der Realanteil, RE, ne? Abkürzung RE, Realanteil, und der IM ist der Imaginärteil. So, wenn wir jetzt hier unsere komplexe Zahl haben, wir haben so ein bisschen Farben mit reingebracht, Z, die haben wir eben definiert, ist gleich A plus B, geht das so, dass wir einfach A in eine Realrichtung gehen, ne? Zahl, die steht nochmal in 2, ne? 1, 2 in die Realrichtung, und B 1 in die imaginäre Richtung. Dann ist unsere Zahl, haben wir hier gepunktet, das x, also das z ist hier oben bei dem Punkt. Genau, das ist im Endeffekt 2 plus eine Einheit in den imaginären Bereich. Ja, aber in unserer realen Welt wäre es immer noch eine 2. Ja. Ja? Genau. Gut, und das kann man, das ist sozusagen wie so ein Koordinatensystem, da kann man jetzt verschiedene Sachen eintragen. Ja? Sozusagen der Imaginärteil kann auch nach unten gehen, das ist ja, wie man das kennt. Kann man nach hier oder nach hier gehen, ne? Das übt ihr jetzt gleich. Genau. Eine Aufgabe gibt es dazu. Ja. Das einmal bitte einzeichnen. Genau. Pausiert mal. Ja. So, ich hoffe, ich stehe nicht im Weg. Genau. Erste Zahl, 3 plus 2i. 1, 2. A ist 3, also wir gehen 3 in den Realteil und 2 in den imaginären Teil. Ja. Das ist es eigentlich schon, um das einzuzeichnen.
jetzt gehen wir minus 2 in Realteil. Also die Zahl ist einfach minus 2, wie wir sie kennen. Aber jetzt haben wir noch einen Imaginärteil von minus 2. 1, 2. Und dann sind wir da unten. Genau. Wir sehen, wir haben hier keinen Imaginärteil. Ja. Wir haben nur einen Realteil von 1 und deswegen gehen wir einfach hier einen Schritt nach rechts zum Realteil. Das ist also eine ganz normale 1. Ja. Und hier haben wir nur minus i, also minus 1i. Ja? Da gehen wir nicht nach links und rechts, das ist sozusagen 0, die Zahl 0, aber wir gehen 1 nach unten. Ja? Genau. Alles klar, das war's. Nächstes Video schauen wir uns den Betrag an, genau, von so einer komplexen Zahl. Und dann gibt es noch sowas wie komplex konjugiert. Genau. Und dann rechnen wir mit solchen Zahlen plus, minus, mal geteilt. Fangen wir langsam zu rechnen. Genau, das kommt jetzt hier. Ja. Dranbleiben, Leute. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao.